Jo, hallo, hier ist der Alexander von der Praxis für Kontaktverbindung und Indianerflötenbau in Dresden. Und ich mache jetzt ein Video, wie funktioniert denn eigentlich eine Indianerflöte? Der Hintergrund ist, dass ich eine Doppelflöte machen wollte aus einem sehr schönen Rotzederholz, mein Lieblingsrotzederholz. Und die Flöte ist leider nichts geworden. Manchmal passiert mir das noch, dass eine Flöte nicht gelingt. Mein guter Freund, der Silberschmied, der Andreas, der meinte dann, naja, säg doch einfach die eine Hälfte ab, die nichts geworden ist, dann hast du immer noch eine Einzelflöte. So, das habe ich sogar gemacht und es hat geklappt. Und dann ist dabei aber rausgekommen, wie immer sollte es eben passieren, nämlich so ein Querschnitt von einer Flöte, was total genial ist. Das wollte ich schon immer, schon ganz lange mal machen, dass man das einfach mal sieht. Wie funktioniert denn eigentlich so eine Indianerflöte? Deswegen ist es auch wieder total gut, dass die Flöte nicht gelungen ist. Und da kann ich das nämlich mal hier zeigen. Ich habe dann nämlich jetzt hier einen Reiter noch zur Hälfte abgesägt. Und dann kann ich euch das mal zeigen, wie so eine Indianerflöte eigentlich funktioniert. Also, das ist hier, du siehst es von hier oben, das ist hier das Mundstück. Das ist ja nur noch die Hälfte einer Flöte. Hier sind die Fingerlöcher, die sind noch ganz drauf, drei Stück. Genau, hier puste ich also rein. Hier ist der Luftkanal, hier pustet man rein. Jetzt ist es natürlich so, du siehst es, wenn du dir mal so ein Video anguckst, wie baue ich eine Indianerflöte von mir. Das sind jetzt schon so die zwei Hälften zusammen, ne? Also obere und untere Hälfte. Das sind sozusagen zwei Kammern, die ich fräse und in der Mitte ist so luftundurchlässig, da ist so nur Holz. Es ist wichtig, dass die beiden Kammern voneinander getrennt sind, dass hier nicht die Luft einfach durchgeht. Da würde das Prinzip nicht funktionieren. Du pustest hier also rein. Dann geht die Luft hier in die Luftkammer und dann geht die Luft hier nach oben raus. Das ist sozusagen das Luftloch. Ich kann dir das hier mal an einer Doppelflöte zeigen. So sieht es dann aus, wenn die noch nicht kaputt ist. Das ist dann hier das Luftloch. Hier ist die, hier wo man reinpustet, hier in die Kammer, das sieht man jetzt nicht, hier ist das Luftloch. Und da oben kommt jetzt der Reiter drauf und der Reiter ist essentiell, dass der Ton entsteht. Genau. Der Reiter hat nämlich innen so Klangkanäle, wo die Luft durchgeht. Das heißt, wenn du reinpustest, kommt die Luft hier nach oben raus und jetzt muss die Luft irgendwie hier in dieses, ich nenne es Klangloch. Nun, bei dem Klangloch siehst du schon, das hat so eine Spitze. Ich habe das jetzt natürlich alles ein bisschen abgeschliffen. Aber ich habe das sozusagen in einem gewissen Winkel, in sowas, in so einer, das ist wie eine Anblaskante. Ein bisschen wie wenn du, vielleicht kennst du das vom Grashalm, wenn du so Schneidegras oder so Gras nimmst und dann machst du das ganz, ziehst du das so ganz straff und legst es zwischen deine Finger und pustest so rein. Ne? Dann, oder bei einer Quena zum Beispiel ist das auch, oder Quenacho. Bei so einer südamerikanischen Flöte, du hast da eine Anblaskante. Und die schneidet die Luft und dann entsteht da ein Ton. Damit jetzt die Luft von hier oben wieder hier runterkommt, brauchst du diesen Reiter, der ist also essentiell. Der Reiter hat hier innen, das habe ich hier rausgemacht, einen Kanal mit einem Stechbeitel. Und hier ist ein ganz bestimmter Winkel. Das sind alles Erfahrungswerte, die ich jetzt gesammelt habe über die Zeit. Wie lang macht man so einen Kanal? Wie groß macht man denn? Wie ist der Winkel und so weiter? Und hier geht jetzt sozusagen, hier ist der Luftkanal, hier drumherum ist sozusagen überall luftdicht, also die Luft geht wirklich nur hier durch diesen Kanal. Und der liegt dann hier drauf, du siehst es auch hier, dass das sozusagen hier offen ist und hier ist so ein kleiner Spalt, hier ist so ein offener Spalt. Und hier wird jetzt über einen ganz bestimmten Winkel und auch je nachdem, wie man den Reiter platziert, ich sage immer, wenn man den Reiter nach vorne nimmt, wird der Ton ein bisschen schärfer. Wenn du den Reiter nach hinten nimmst, wird er ein bisschen weicher. Wird die Luft an die Anblaskante gedrückt und dann entsteht dieser Ton. Genau. Und dann geht die Luft hier vorne raus und dann geht die hier durch die Fingerlöcher durch. Und je nachdem, was du jetzt halt öffnest für Fingerlöcher, wird der Ton höher oder tiefer. An sich ist das Prinzip super einfach. Nur so eine Flöte zu bauen und vor allen Dingen einen ordentlichen Klang hinzubekommen, der berührt und der schön klingt,
Wie macht man Winkel, wie groß macht man die Löcher, Durchmesser der Flöte, Länge, ne, dass man auf einen bestimmten Ton kommt. Das sind Erfahrungswerte, die, wenn man Indianerflöten bauen möchte, sich erwerben darf. Teils auch auf eine sehr frustrierende Art und Weise. Aber wenn man es dann immer mehr hat, macht es irgendwann Spaß, gerade wenn man so Routine hat oder wenn man so die ersten Erfolgserlebnisse hat, ist das schon ziemlich geil. Genau. Und hier kommt es halt wirklich auf Bruchteile, auf Millimeter an. Ne? Also hier so ein bisschen zu groß, ein Millimeter, dann kann schon der Klang total daneben sein und gar nicht mehr richtig klingen, die Flöte. Genau. Also Luft geht hier rein, über den Kanal im Reiter wird dann hier wieder reingedrückt und geht dann hier raus. Jo. Das ist das ganz einfache Prinzip einer Indianerflöte. Hier ist es halt so, ich zeige das mal hier an der Maya-Tempelflöte. Da kommt dann hier der Reiter drauf. Ne? Du hast hier die Löcher, Klangloch, Luftloch, die Kanäle. Hier wird dann der Reiter drauf gelegt. Dann macht man das hier unten einfach einmal mit einem Knoten zu. Und dann richtet man den Reiter so aus, dass der Kanal richtig über dem Klangloch liegt. Und dann kann man spielen. Genau, dann entsteht ein Ton. Jo, cool, das Video wollte ich schon ganz lange machen, jetzt hat es geklappt. Jo, bis zum nächsten Mal.